Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habt ihr euch ja ganz oft gewünscht, dass ich euch zeige, was ich auf der Pferd- und Jagdmesse in Hannover gekauft habe. Die Messe ist zwar jetzt schon wieder ein paar Tage her und viele Sachen habe ich auch direkt mit in den Stall genommen, bevor ich dieses Video gedreht habe. Deshalb werde ich von einigen Sachen nur Videosequenzen oder Bilder einblenden, damit ihr die halt trotzdem mal seht. Ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mal an. Was ich als allererstes gesehen und dann auch gekauft habe, ist diese Jacke von Piqueur. Die habe ich direkt am Anfang gesehen, wollte sie aber nicht direkt kaufen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht findest du auch noch was anderes, was dir genauso gut gefällt. Und dann war mir aber, weil wir viel draußen waren, total kalt und dann haben wir die Jacke doch noch gekauft, beziehungsweise meine Mama hat sie dann für mich geholt, als ich gerade beschäftigt war, weil ich so gefroren habe. Ich glaube, es ist so eine Übergangsjacke. Sie ist jetzt nicht ganz dick, aber auch nicht ganz dünn. Kostet eigentlich 180 Euro und ich habe mir die vorher auch schon ein paar Mal angeschaut, im Internet gesehen. Und jetzt habe ich sie gekauft für 50 Euro. Und ja, das ist sie auf jeden Fall wert. Ich mag die total, ziehe sie auch gar nicht im Stall an, weil sie mir dafür zu schade ist. Was man auch immer gut gebrauchen kann, sind Handschuhe und da habe ich mir einfach mal wieder einfach schwarze gekauft von ELT. Die haben auch so einen Finger, also so ein Touch-Ding auf dem Zeigefinger, dass man den Handy-Display touchen kann. Also dass das funktioniert beim iPhone oder so. Und ja, Handschuhe kann man immer gut gebrauchen. Ich glaube, die haben 19 oder 11 Euro gekostet. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja. Auch noch von ELT sind diese blauen Socken. Ja, sind ein paar Socken, ne? Ich glaube, die haben 4 oder 5 Euro gekostet. Und ja, blau ist ja auch meine Farbe. Also habe ich mir gedacht, kann man mal mitnehmen. Dann habe ich noch gekauft einen Brustschoner für einen Espresso für unter die Decke, weil ich ihn halt oft mit der Winterdecke in die Führanlage stelle, dass es ihm nicht zu kalt wird und oft hat die Decke dann hier vorne so gerieben und deshalb habe ich sowas jetzt mal gekauft. Und es ist vielleicht auch nicht so das allerbequemste fürs Pferd, aber ich denke mir immer noch besser, als wenn dann vorne das ganze Fell fehlt. Wer sich mein letztes Shopping-Video angeguckt hat, weiß vielleicht, dass ich im Moment total der Schal-Fan bin. Und da konnte ich auch an diesem Schal hier nicht vorbeigehen. Der ist von Spooks, hat 10 Euro gekostet und ist auf jeden Fall richtig schön kuschelig warm. Und ich habe jetzt mittlerweile irgendwie ganz viele Schals. Aber ich mag die total, ziehe die auch total gern an. Und ja, den mag ich. Und wie das ja immer auf großen Messen ist, konnte ich auch nicht ohne eine Schabracke nach Hause gehen. Da habe ich mir diese Eskatron-Schabracke gekauft in der Größe Vielseitigkeit. Weil die Springschabracken mit diesem abgerundeten, das mag ich nicht so. Deshalb lieber Vielseitigkeit, ist ganz minimal zu groß für meinen Springsattel, aber das ist nicht so schlimm. Was ich jetzt nicht auf der Pferd und Jagd gekauft habe, sondern in der Festhalle letztes Wochenende, ist dieses Stirnband von Spooks. Ich wollte die ganze Zeit schon mal so eins haben und bin so oft daran vorbeigegangen und habe so oft überlegt, kaufst du es dir oder kaufst du es dir nicht? Und jetzt habe ich es mir gekauft. Ja, jetzt wird es ja auch langsam ein bisschen kühler bei uns, also kann man die ganzen Wintersachen auch mal anziehen. Dann habe ich noch ein Fliegenspray für meine Freundin gekauft, aber das ist ja nicht mir. Einfach ein ganz normales von Leovet. Das habe ich ihr auch schon gegeben, deshalb kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Die Sachen, die ich euch jetzt noch zeige, die habe ich auch alle auf der Pferd- und Jagdmesse gekauft. Und die waren alle für die Gewinnspiele, die ich für euch veranstaltet habe. Aber wenn ihr jetzt dieses Video seht, sind die Gewinnspiele schon fertig und die Gewinner stehen schon fest, also könnt ihr nicht mehr dran teilnehmen. Aber weil ich das Video jetzt ein bisschen früher gedreht habe, vor Ablauf des Gewinnspiels, kann ich euch die Sachen trotzdem noch zeigen, weil ich die auch total schön finde und auch für mich gekauft hätte. Und zwar ist das zum einen diese Vielseitigkeitsschabracke von Eskatron in Orange, sehr schön. Dann in einem, ja, was ist das, Eisblau, eine Dressurschabracke. Auch von Eskatron, finde ich auch sehr schön. Dann habe ich diese Schabracke von HKM gekauft. Das ist auch eine Dressurschabracke in hellblau mit einem braunen Rand. Und ich glaube, die hat, oh, ich weiß es nicht mehr so genau, auch 20 Euro gekostet, glaube ich. Ich glaube, die hat auch 20 Euro gekostet, ja. Die ist ein bisschen kleiner für eine Dressurschabracke im Vergleich zu der Eskatron. Aber die finde ich auf jeden Fall auch schön. Schaut. Auch noch für das Gewinnspiel habe ich diese Mütze von Spooks gekauft. Ja, das ist sie. Die ist auf jeden Fall richtig kuschelig. Würde ich auch jetzt selbst anziehen. Ich glaube, die hat 10 Euro gekostet oder 15. Ich bin mir jetzt nicht so ganz genau sicher. Und diesen Schal. Ich glaube, der hat auch 10 Euro gekostet. Ja, auch von Spooks. Und als letztes habe ich noch einen roten
und Fürstrick gekauft. Von Löstau, glaube ich, ist der. Der hat mir noch gefehlt für das Halfter, das ich schon vorher mal gekauft hatte für die Gewinnspiele. Und der passt halt gut dazu. Und ja, weil ich nicht das Halfter allein verlosen wollte, habe ich noch einen passenden Strick dazu gekauft. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht so mega lang war. Aber ihr wollt solche Videos ja immer sehen. Also komme ich euren Wünschen ja auch nach. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!